faszinierend, dass irgendwas mit dem Sound hier schief geht. Egal, so. Türen und, was war's? Türen und Slabs waren's, ne? Genau. Also wir brauchen 10 Türen. Dafür brauchen wir erstmal Platz im Inventar. Also so. Also 10 Türen waren das. Dafür brauche ich eh noch mehr Holz. Ha, fail. Gut, Platz genug habe ich dafür im Inventar. 12, 16. Jetzt 2, 3, 4, 5. Was ist da gerade im Hintergrund? Verstehe ich nicht. Du machst 30 Slabs. Das sind jetzt, glaube ich, 15. Genau. Das sind 30. Und das sind noch 9. 6. Ja gut, dann kann ich das hier noch so craften. Dann haben wir 62. Das passt dann. Sehr schön. Die Zäune, die ich jetzt habe, sollten, glaube ich, auch noch reichen erstmal. Und selbst wenn, kann ich die eigentlich auch noch schnell... Ne, warte, für den Fall, dass die nicht reichen, was natürlich auch gut sein kann. Warte mal, ich glaube so. Genau. So geht es auf jeden Fall. So. Zumindest eine Zahl, die man teilen kann. So. Problem gelöst. Gut. Dann gehen wir jetzt hier hoch und stellen fest, dass... Oh. Ich hier erst noch... Stückchen Terraform muss. Also ich muss hier auf diese Ebene hoch. Für den Zaun. Gut, das hätte man vorher bedenken können. Ich mache das mal hier schnell so, dass wir zumindest die Erde mitnehmen können. Ja. Das passiert, wenn man verschiedene Dinge nicht beachtet, bevor man irgendwas anfängt. Das heißt, effektiv können über diesen Hügel danach immer noch Tiere in das Feld rein. Ach so, ein Müll. Jetzt haben wir so viel Mühe gegeben, dass das heute, dass ich vielleicht heute noch zum Pflügen komme. Und jetzt ist das irgendwie doch wieder für die Katze. Das ist, ja, schade, aber... Na gut. Kann man jetzt auch nichts gegen tun. Ich weiß jedenfalls, dass das hier tatsächlich eigentlich einer zu hoch ist. Also ist jetzt theoretisch. Deswegen, warte mal, deswegen war ich doch auf dieser Seite, glaube ich, sogar eher überlegt. Ja, genau. Auf dieser Seite wollte ich, glaube ich, gar keine Mauer bauen. Wollte ich eine Mauer bauen. So. Dann irgendwie mit Slabs überbrücken oder so ähnlich. Ist aber relativ irrelevant, weil ich muss diesen Berg hier dann trotzdem wegmachen. Ich meine, ist jetzt auch nicht wirklich groß, aber ist jetzt blöd, weil ich eigentlich was anderes machen wollte und der jetzt im Weg steht dafür.
Und ich nicht mal Cobblestone dabei habe, sondern nur Dirt. Ja gut, im Endeffekt kann ich ja hier in die Richtung weiterbauen. Da muss ich eh sehr weit rein, weil ich hier eh die der Weg hinkommt. Also wie ich das jetzt hier. Hier kommt die Cobblestone Mauer drauf. Weil ich will jetzt nicht, dass man durch den Zaun sieht, dass da eigentlich Wasser ist. Da kommt eine Cobblestone Mauer drauf. Warte, nee, das mache ich. Mach ich das mit Treppen? Nee, Treppen wären ungünstig, weil dann können ja wieder Tiere rauf. Also es muss eineinhalb, anderthalb Blöcke hoch sein, das Ganze. Das ist so ein bisschen das Problem an der Sache. Deswegen scheiden die normalen Sachen, die man jetzt eigentlich machen würde, eigentlich alle aus. Man muss irgendwas Merkwürdiges machen, sag ich jetzt. Ah, hier ist wieder Wasserkram schon angedeutet. Das Einzige, was halt jetzt echt doof ist, ist, dass dieser Übergang hier ist. Da muss ich mir dann irgendwas einfallen lassen, keine Ahnung. Das kann ich so jetzt nicht wirklich bringen. Ich glaube, über Ecken hüpfen können Tiere, glaube ich, gar nicht. In Minecraft. Jetzt tue ich hier erstmal noch den zweiten auch rüber. Machen wir hier, machen wir einfach mal drei Abstand zum Feld. Das heißt, andererseits könnte man ja eigentlich auch hier angehen, dass man hier eins höher geht. Mal wohl, nee, lassen wir das mal. Es reicht schon, dass da vorne unser Seezugang nicht auf der Höhe hier ist. Warte mal, hier muss ja eigentlich runter. So. Das wird bestimmt super hier. Also auf der Seite kann ich es, glaube ich, relativ einfach ins Gelände einbinden. Auf der drüberen Seite wird es ein bisschen umständlicher. Da kommt dann immer halt wirklich nur so ein kleiner Kiespfad hin, dass man theoretisch von der drüberen Seite auch hinkommen kann, sag ich jetzt mal, ins Feld. Aber eigentlich ist der Sinn der Sache, dass man das entweder von dieser Seite macht oder halt wirklich da vorne durch die Eingänge, die dann direkt an den unteren Gang führen, der eigentlich dafür da ist, benutzt zu werden. Außerdem habe ich ja noch eventuell das andere Vorhaben, eine Brücke noch durchzuziehen. Die dann gewissermaßen quasi auf der Höhe, wo der Hafen ist, also quasi auf Meereshöhe, so eine Fahrt bildet. Wenn ich das mache, müsste ich allerdings dann unten für die Bahn, die ich eh noch bauen will, die Schienen unten reinlegen. Da muss ich mal schauen, wie ich das dann mache, aber es soll auf jeden Fall eine Bahn da durchgehen. Es soll so durchgehen, dass man es auch sieht. Und nicht auf Ozeanebene. Das ist sonst, weil ich muss ja entweder unter dem Ozean drunter oder über den Ozean drüber. Das heißt, ich müsste für eine Bahn, die hier das Feld sehen, man muss entweder auf die Höhe von dem unteren Weg, was dann mit dem Wasser wieder problematisch wird, weil ich dafür dann die Schienen irgendwie einbauen müsste. Also das wäre schon mal irgendwie eine ungünstige Sache. Oder ich müsste noch zwei höher als da vorne, dann hätten wir hier einen kleinen Damm, mit dem ich auch einigermaßen arbeiten könnte. Das wollen wir mal sehen. So, wie war das jetzt hier? Ich muss jetzt dann hier quasi, wo ich jetzt gerade bin, der Kobbel dann hin, genau. Dann müssen wir so. Dann machen wir es. Ich glaube, wenn wir es drei rein, also ist noch eins weiter, dann sind wir auf jeden Fall sicher, dass keine Tiere mehr reinlaufen.
Dann haben wir allerdings das andere Problem, dass wir sehr schnell eine neue Schaufel benötigen. Weil ich keine mehr dabei habe. Die. Ja, was ich auch machen könnte. Ich arbeite doch mit einem Zaun, aber dieser steht dann hier vorne. Dieser steht hier vorne, dann haben wir hier quasi eine Treppe als Damm. Ich weiß halt nur, woraus wir die Treppe dann machen. Weil Dirt will ich definitiv nicht machen. Auch wenn es vielleicht schöner aussieht, aber das spawnen dann wieder Tiere drauf. Das ist ja in gewisser Maße genau das, was ich eigentlich verhindern will. Ist gerade etwas schwierig zu entscheiden, was ich machen will. Tatsächlich. Ich meine, hier vorne muss ich dann den Weg mit den Stufen E runtergehen lassen, sogar direkt hier. Weil ich eben so nah am Wasser bin dann. Eigentlich egal, was ich mache, es wird irgendwie komisch aussehen. Das ist eine sehr beruhigende Vorstellung. Wieso ist hier oben eigentlich Cobblestone? Da hat da drin überhaupt nichts zu versuchen. So. Gut, dann gehen wir wieder hoch. Ja, aber ich bin mit dem Berg hier drüben eigentlich schon jetzt mittlerweile wieder sehr zufrieden. Das sieht ganz gut aus. Der passt sich relativ, also den Umständen entsprechend schön, sage ich jetzt mal, in die Landschaft an. Ein. Das war mein Kopfhörer. Beziehungsweise der andere Kopfhörer. Ich habe ja zwei. Einmal Ears und einmal diese tollen Mickey-Mäuse. Beide haben Vor- und Nachteile. Der Vorteil der Ears ist, sie sind unauffälliger. Dafür tun die auf Dauer sehr weh in den Ohren. Deswegen benutze ich die eigentlich gar nicht so gerne. Ich habe auch bequemere Ears, aber die will ich nicht an den Computer anschließen, weil ich die sonst nie wieder finde. Deswegen habe ich da, also. Es sind ironischerweise beide Indies von Sennheiser und beide gleich teuer, aber haben beide eine komplett unterschiedliche Art und Weise ins Ohr gesteckt zu werden. Die einen sind halt so die klassischen Indies mit dem Gummi-Ding ist da und die anderen haben hier so ein kleines Schaumstoffpolster. Und deswegen, ja, ist es irgendwie teilweise, klingen die halt auch tatsächlich ganz anders. Sehr faszinierend. Ich bin jetzt übrigens auch gleichzeitig gespannt, ob da hinten weiter grün, also weiter der Rasen wächst. Hier vorne ist Kies, auch schön. Wie lange hat denn bitte hier noch die Natur vor, einen Berg zu haben? Allmählich wird es nämlich dunkel. Ah. Das ging ja ganz gut. So. Das Ding ist ja, auf Half-Slabs spawnt, also auf den Stufen, spawnt ja quasi gar nichts. Ich weiß jetzt nicht, ob halt auf Cobblestone, weil angenommen, ich würde hier dann mit Cobblestone weiterarbeiten, ob auf Cobblestone, ob da Tiere spawnen können. Ich hoffe jetzt einfach mal nicht. Dann mache ich da so Cobblestone.